Wir schauen jetzt in den Pongau, genauer gesagt zur Tourismusschule in Bad Hofgastein. Schon bei den Schulen beginnt das große Werben um die Fachkräfte von morgen. Das idyllische Gasteinertal ist die Heimat der Tourismusschule Bad Hofgastein. Eine der wichtigsten Ausbildungsstätten für die Gastronomie und Hotellerie im Salzburger Land sowie Kaderschmiede für angehende Skistars. Wie genau die Schule aufgestellt ist, davon konnten sich Interessierte beim Tag der offenen Tür ein Bild machen. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir eigentlich heute schon seit 10 Uhr in der Früh richtig gestürmt worden sind mit sehr vielen Interessenten für all unsere drei Schulzweige, die wir in der Tourismusschule Bad Hofgastein anbieten. Und ich glaube, es ist auch wichtig, in eine Schule hineinzugehen, um zu sehen, zu spüren und auch zu fühlen, wie ist so die Stimmung in einer Schule und würde ich mich da wohlfühlen. Viele haben diese Chance genutzt und sich von den Schülern durch die Schule führen lassen. Sowohl die Räumlichkeiten, aber vor allem die Personen darin haben scheinbar Eindruck hinterlassen. Man spürt einfach im Gebäude so eine positive Energie. Und auch die uns durchs Gebäude geführt hat, oder drei Damen, wenn ich so sagen darf, die waren auch sehr positiv gestimmt, also es hat sehr gut gepasst. In der Tourismusschule Bad Hofgastein stehen drei Zweige zur Auswahl. Die dreijährige Meisterklasse Kulinarik, die fünfjährige höhere Lehranstalt für Tourismus mit Vertiefung im Bereich Trendsport, Health and Lifestyle sowie die sechsjährige Ski-Hotelfachschule. Hinzu kommen viele Zusatzausbildungen in Bereichen wie Käse, Wein, Kaffee oder Bar und natürlich mehrere Fremdsprachen. Eine breite Ausbildung, die die Absolventen der Schule Jahre später noch schätzen. Mir ist am meisten hängen geblieben, dass man, wenn man Unternehmer sein will, wenn man in der Wirtschaft tätig sein will, wenn man im Tourismus tätig sein will, dass man vielseitig aufgestellt sein muss. Und das ist man, nachdem man die Schule besucht hat, ist man das, weil man macht eine Kochausbildung, man macht eine Serviceausbildung, man schnuppert ins Marketing ein, man hat die Vielseitigkeit schon als Grundlage und das ist mir sehr hängen geblieben. Großgeschrieben wird vor allem die Praxisausbildung der Schüler. Dafür wird auch ein eigenes Lehrhotel direkt neben der Schule genutzt. Kombiniert mit den Freizeitmöglichkeiten der Region gehen die Schüler hier doch tatsächlich gerne in die Schule. Also ich gehe extrem gerne in die Schule. Es ist ein sehr gutes Miteinander bei uns in der Schule. Die Schule ist total berufsvorbereitend. Das heißt, wenn man von der Schule rausgeht, man hat einen Beruf, man steht nicht einfach mit leeren Händen sozusagen da. Und ich besuche ja einen Skizweig. Und da muss ich auch sagen, ist das Trainerteam extrem gut aufgestellt und das passt sehr gut. Es macht schon sehr viel Spaß. Vor allem das Internatsleben da ist echt super. Wir haben das Buddy-Programm und mir taugt eben am meisten, dass man halt eben wie in der Meisterklasse ist, in der dreijährigen Fachschule, dass man die Workshops haben mit den Spitzenköchen, die uns dann eben viel in seine weitere Laufbahn nachher zahlen können, das, was wir viel mitnehmen können. Egal ob als Skirennläufer oder als Fachkraft für die Hotellerie und Gastronomie, die Tourismusschule Bad Hofgastein scheint ein guter Nährboden zu sein für weitere Höhenflüge.